freue mich voll, dass wir irgendwie uns heute treffen, weil ich gar nichts über Jugendhacks Geschichte weiß. Und ich bin ja erst 2019 dazugekommen, also ja auch relativ spät. Und da warst du, Maria, ja dann auch schon weg. Und deshalb glaube ich, dass es relativ viele gibt in der Community, die sich irgendwie auch so ein bisschen so wundern, so wie hat das irgendwie alles angefangen? Weil jetzt ist es so dieses Riesenprojekt. Man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das mal so hier angefangen hat. Deshalb freue ich mich auch, dass wir irgendwie hier heute in dieser Location sind. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen den Jugendhackt-Blog gestalkt und deinen Abschiedsartikel gelesen. Und du hast Jugendhackt beschrieben als eine Idee, die auf der Straße lag und aufgesammelt gehörte. Also du bist ja die Gründerin von Jugendhackt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und wie hast du diese Idee, die auf der Straße lag, gefunden? Es gab einfach irgendwie damals viele gute Gründe, Jugendhackt aufzusammeln. Also ich habe bei der Open Knowledge Foundation Deutschland gearbeitet, in diesem technologischen, zivilgesellschaftlichen, progressiven Umfeld und als erstes gab es tatsächlich den Namen. Also wir haben für ein anderes Projekt einen Namen gesucht und Jugendhackt war so auf der Ausschlussliste dann und dann hatte ich aber sofort einen Gedanken dazu und das lag auch auf der Straße, weil im Chaos-Netzwerk es jetzt nicht so für mich als damals, auch nicht mehr sehr junge Person oder keine Ahnung, also jedenfalls war das für mich nicht so sichtbar, dass es so junge Strukturen gibt, an die man so einfach andocken kann. Das kam mir irgendwie vor, als müsste man irgendwie erst sehr viel wissen und sein. So, und das war ein weiteres Ding, warum das auf der Straße lag. Das gab es halt nicht. Und es gab irgendwie Jugend forscht und Jugend musiziert und so. Also dieses Ganze eher so, hochbildungsbürgerliche und irgendwie so dieses, ja, was gibt es denn eigentlich in der Subkultur an Jugendförderung? Das gab es nicht. Und es lag auch auf der Straße, weil mein Freund Softwareentwickler ist und ich durch diese private Beziehung gemerkt habe, dass das eine coole Idee gewesen wäre in seiner Jugend. So dieses Ganze, so der Kampf um Identität und die eigenen Fähigkeiten und dass das so dieses, ja, immer dieses Vorurteil mit dieser sozialen Inkompatibilität und irgendwie, ich kenne halt nur lustige, coole, interessante, schlaue Menschen, die sich mit Computern auskennen. Also dass das überhaupt nicht meine, dieses so Trockene ist irgendwie überhaupt nicht meine Blase. Und so kam so eins zum anderen. Das, was du sagst, dass du das von deinem Freund mitbekommen hast, das ist auch was, das ich auch so in meinem persönlichen Umfeld miterlebe. Meine Oma hat dann einmal so eine Abschlusspräsentation geguckt. Das war, glaube ich, von Jugendhackt. Ich glaube, das war Linz letztes Jahr. Und die war total aufgeregt und meinte dann so, vielleicht wenn sie das so gesehen hätte, als sie jung war, meinte sie, hätte sie sich vielleicht auch mehr dafür interessiert. Und meine Oma ist jetzt inzwischen auch Mitte 70 und deshalb freue ich mich total, dass es das jetzt gibt und dass so eine neue Generation ranwächst, für die es halt das in der Jugend gibt. Ja. Als ich 13 war, gab es so eine Zeit, jetzt rückblickend, so, da hätte ich alles werden können, da hätte ich alles sein können. So, das war irgendwie so eine Zeit, da hatte ich so alle Fenster offen und ich hätte auch anfangen können, mich für Physik und Chemie zu interessieren, wenn ich nicht so wirklich unterirdische Lehrerinnen und Lehrer in diesen Fächern gehabt hätte. Und jetzt hole ich das so nach, irgendwie über genau dieses private Umfeld, dass ich mir irgendwie, in interessante Gespräche über Physik mich wiederfinde, die ich halt damals nicht geführt habe, weil es mir einfach niemand interessant gemacht hat. So, es gab halt keinen Raum dafür. Und naja, das ist ja auch so dieses Alter, was Jugendhackt anspricht. Und das war einfach so, die Idee war so, einen Fast-Track zu haben. Ja. So, das ist das eine. Und das andere, das war so im Sommer 2013. Dann kam dieses Video von Edward Snowden aus diesem Hotelzimmer. Und ich weiß halt noch, wie ich zu Hause im Bett lag und des Morgens das quasi mein Handy angeschaut habe und dachte, oh Gott, so, wir sind irgendwie mitten im Zeitgeist. So mit diesem
der hatte auch eine zutiefst informelle Bildung, möchte ich es mal nennen, so alles sich selber beigebracht und so das Weltbild beigebogen, würde ich sagen. Ja, voll gut, dass du das erwähnst. Ich greifst du sogar schon fast ein bisschen vor, darüber wollte ich auch noch mit euch reden, über so die Zeit damals, so wie das so war. Jetzt ist natürlich auch so mit letzten anderthalb Jahren, irgendwie mit der Pandemie, hat sich ja irgendwie auch viel verändert und viel ist online gegangen und muss man ja, das hat ja auch seine eigenen netzpolitischen Herausforderungen irgendwie, wenn sich das Leben so massiv irgendwie ins Online so verlagert. Aber damals, wie du es ja gesagt hast, war das ja wirklich einfach mit den Snowden-Leaks und so, war es ja einfach eine Zeit wahrscheinlich, wo man auch sich so dachte, so irgendwie, man muss was machen. Also man muss eine neue Generation von Jugendlichen irgendwie so erziehen, dass sie sich bewusst sind, was mit Daten passiert und gegen Überwachung und sowas. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine sehr andere Zeit war. Du hast ja Mediale Pfade gegründet und das steht immer Jugendhack, das ist ein Projekt von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das so zusammen gemacht habt? Also ich einfach getroffen und gesagt, ach ja, cooles Projekt, machen wir jetzt mal zusammen. Also ein bisschen was so. Maria kam irgendwann an und sagte, lass uns Jugendhack zusammen machen. Wahrscheinlich also, nicht wörtlich, aber es gab diverse Vorgeschichten auch schon. Genau, und was halt der Link ist, also wir haben halt die Erfahrung in Jugendarbeit, Medienbildungsarbeit, OKF, die ganze Technologie und Community und so weiter. Und das war schon irgendwie so das, was irgendwie zusammengepasst hat, was glaube ich bis heute irgendwie das ist, was das Programm ausmacht, also dieses tiefe Verständnis von, wie man über Technologie Gesellschaft gestaltet und aber auch, wie man eben Jugendliche dafür begeistert erreichen kann. Aber auch alles, was dazugehört zu einer guten Jugendbildungsarbeit. Ja, dann auf jeden Fall dieses gemeinsame Verständnis von Persönlichkeitsbildung. Also, dass es uns nicht darum geht, dass da Jugendliche am Ende was gelernt haben müssen, was man abhaken kann, sondern dass es um Wertebildung geht, dass es darum geht, eine Community zu erschaffen, Identifikationspunkte und so weiter. Also ich glaube, das war das, was von Anfang an klar war, was wir gemeinsam machen wollen. Das mussten wir, glaube ich, gar nicht so ausformulieren, aber es war irgendwie so. Die OKF war halt blank in der Arbeit, was so Jugendliche betrifft. Und dann, genau, habe ich Daniel kennengelernt und das war so, ja, sehr gut, das ist der fehlende Baustein. Also sowohl genau, was die gleichen Werte angeht, aber auch einfach ganz konkrete Arbeitshintergrund und irgendwie das war, was gefehlt hat. So, und das fand ich irgendwie total schön, weil wir kommen aus total unterschiedlichen Ecken. Also ich bin eigentlich studierte Politikwissenschaftlerin und habe sozusagen nur beruflich technologischen Hintergrund. Und Daniel kommt aus der, was hast du nochmal gelernt? Kommunikationselektroniker, Heilerzieher und Medienpädagoge. Also ich komme so aus der Tech-Ecke, dann war mir das zu viel Tech, dann war ich in der Pädagogik, das waren mir dann irgendwann zu viele Menschen und so die Kombination das Hin und Her wechseln fand ich dann ganz gut. Ich kann dir nochmal einfallen zum Start, um den Link auch nochmal zu diesen ganzen, weil es wurden wir am Anfang wahnsinnig viel gefragt, heute überhaupt nicht mehr. Also dieses Jugend, also bezieht ihr euch auf Jugendforscht und diese ganzen Exzellenzprogramme? Also wären andere Fähigkeiten nicht genauso exzellent, aber das so war damals bestimmt noch viel mehr und heute auch immer noch so dieses, was sind gute Fähigkeiten und was nicht. Und dieses Hacken ist ja schon immer irgendwie so ein bisschen verrucht und da können die Kids nicht was Cooles machen, wo die Eltern stolz darauf sein können. Und also so dieses Ganze, ich glaube, daran haben wir schon ein bisschen gedreht, das war auch mit Anspruch. Von dem Namen, von dem Programm aber auch und lustigerweise das erste Wochenende war ich tief traurig, dass ich nicht komplett mit dabei sein kann, weil ich hatte im Workshop parallel bei Jugend forscht und dann haben wir noch eine kleine Live-Schalte noch hier rüber oder wir hatten ein paar Sachen aufgezeichnet und dann Zoom mit gezeigt und so weiter. So, also es gab diesen Link von Anfang an mit diesen Forschungsprogrammen. Und ja, das fällt mir jetzt gerade so auf, das wird heute nicht mehr, wir werden nicht mehr gefragt, bezieht ihr euch auf die? Also wahrscheinlich werden die auch nicht gefragt, ob sie sich auf uns beziehen, aber es ist dann spannend, wie das irgendwie einkategorisiert ist. Das sind halt Fähigkeiten, die heute wertvoll sind, die wertgeschätzt werden. Bestimmt immer noch nicht so wie andere, aber das hat sich auch massiv verändert seit 2013. Da war das wirklich noch so,
Das stimmt. Schmuddeleck ist. Als ich das erste Mal mich für Jugendtakt angemeldet habe, war meine Mutter, ja, das klingt ja total spannend, du magst ja auch gerne programmieren, aber glaubst du nicht, dass das so komisch ist, wenn dann da irgendwie nur so Jungs sind? Und also die war, wollte jetzt gar nicht irgendwie blöd sein oder so, aber ich glaube, die hatte einfach in ihrem Kopf so eine ganz andere Vorstellung davon, was das ist. Wenn man das Wort Hacken hört, denkt man ja vielleicht wirklich eher so ein bisschen so an, sitzt irgendwie im Keller und redet nicht. Aber ich glaube, dass ihr das auch ganz gut geschafft habt, irgendwie, habt ihr vorhin auch schon gesagt, so diese Wortbedeutung so ein bisschen zu wandeln und das so, das wird ja auch mal am Anfang so gesagt, so, was bedeutet das denn überhaupt und dass das irgendwie bedeutet, sich kreativ mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Genau, also ich glaube, das habt ihr ganz gut geschafft. Es gibt da jetzt aber ja zum Beispiel, habt ihr ja auch immer so Initiativen für Diversity, zum Beispiel auch diese Diversity-Plätze. Wie ist es denn zum Beispiel dazu gekommen? Wichtig war uns halt schon immer irgendwie nicht zu beschreiben, was ist, sondern halt zu schauen, wo wollen wir hin so und was finden wir für eine Gesellschaft in Ordnung oder strebenswert. So. Und da ist halt, was Gender zum Beispiel angeht, ist halt, wollen wir natürlich das abbilden, was da ist in der Gesellschaft und nicht irgendwie weiterhin daran arbeiten, dass halt Jungs vor allem sich mit Technologie auseinandersetzen. Das hat uns wirklich schon immer ganz stark beschäftigt, dem halt ein Gegennarrativ entgegenzusetzen und die Geschichte anders zu erzählen. Und genau, das funktioniert halt stark über der Präsentation. Und dann war natürlich schon immer so, dass wir eigentlich überbucht waren, also oftmals Jugendliche ablehnen mussten, leider. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, was sind dann Kriterien dafür? Und das war natürlich irgendwie Altersverteilung, vielleicht auf der Landkarte irgendwie eine Verteilung hinzubekommen, nicht nur aus Städten. Du hast eine ganz wichtige Sache gesagt. Wir geben unter anderem Mädchen verstärkt die Hand, damit es eben dieses mehr Selbstverständnis entwickelt. So, das war eine super gute Entscheidung. Genau, und man braucht halt irgendwie eine bestimmte Anzahl dann an Mädchen, dass sich das auch nicht anfühlt, als wäre man da das UFO in der Runde. Also ja. Wenn ich halt, wirst du wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Also als ich auf jeden Fall. Genau, wenn ich da halt dann ankomme und erstmal stehe ich nur unter Jungs, dann kann es halt auch sein, dass ich sofort wieder rückwärts rausgehe als Mädchen. So. Und das war uns schon immer ein Anliegen, dann da wirklich einen Raum zu schaffen, wo man sich dann eben auch in der Community an Gleichgesinnten, an anderen Mädchen wohlfühlt. Das heißt ja nicht, dass ich dann nur mit Mädchen Projekte mache, aber zumindest fühle ich mich nicht als irgendwie nicht Teil dieser Gruppe. So. Und aber das ist auch sowas, was für mich Jugendtakt so total definiert hat. Also ich habe in der 10. Klasse wollte ich noch einen Informatikkurs bei mir belegen. Ich hatte in der 8. und in der 9. Klasse hatte ich einen Informatikkurs. Und weil ich G9 hatte, war dann irgendwie in der 10. einfach so ein Loch. Aber ich wollte gern weiter programmieren und dann bin ich in den Kurs aus der 11. Klasse durfte ich dann gehen. Und dann war ich da und es war, ich glaube, es waren 10 Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht 2. Und alle waren irgendwie so ganz groß und hatten irgendwie einen Bart und ich war irgendwie 15 und konnte gar nicht so gut programmieren. Und da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, wie du es gerade so meinst, so wie so ein UFO. So, dass die so ein bisschen so, kann die was? Und dass das auch so was war, wo ich immer total viel Angst hatte, dass ich mich so beweisen musste. Und das fand ich total angenehm hier, dass so das erste Mal da war irgendwie, als ich noch, fand ich so vor allem mal total nett, so mit Mädchen jünger als ich war zu reden, weil ich mich dann auch immer so ein bisschen gefühlt hat, so, dass ich denen ja auch noch was mitgeben kann. Also so, dass ich denen auch so zeigen kann, guck, ich bin jetzt irgendwie älter als ihr und ich mach's auch immer noch so. Also dass ich dann so dachte, so, vielleicht kann ich denen das mitgeben, so, wenn man sich mit 13 für Technik interessiert, ist das auch total okay, sich auch noch mit 16, 17, 18 so für Technik zu interessieren. Ah, ich habe so einen krassen Flashback gerade, wie wir hier sitzen. Das ist wirklich krass. Also ich denke so an diese ersten Veranstaltungen und die, ja, wie so die Stimmung war. Und ich kann mich daran erinnern, es gab so eine Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, da stand oben ein Klavier und ein Junge hat irgendwie eine Pause genommen oder genutzt oder wie auch immer. Er saß jedenfalls einfach am Klavier mit dem Smartphone auf seinem Oberschenkel und hat irgendwie was gespielt. Und das war so ein total schönes Sinnbild für mich für, die sind halt einfach awesome. So, die sind halt alle die Zukunft.
So, es ist halt total angenehm und haben super diverse Interessen und vielleicht muss man auch gar nicht immer einfach was beibringen. So, vielleicht reicht es auch einfach, Raum zu geben. Ich glaube wirklich, dass Jugendhackt auch gut als so ein Ort fungiert, wo man einfach gleichgesinnte Leute treffen kann. Es ist ja schon vielleicht, wenn man irgendwie in der Schule ist und dann wird man so ein bisschen vielleicht als Nerd abgestempelt. Und wenn man dann so sieht, so, es gibt noch andere Leute, die so sind wie ich, das kann ja auch einfach eine sehr so identitätsstiftende Sache sein. Also die Mentoren hat es eher in eine Krise gestürzt, anekdotische Evidenz. Aber das gab es nicht nur einmal, das Gespräch, dass ich halt mit einem erwachsenen Mentor draußen stand und die dann gesagt haben, ja, ich werde halt irgendwann einen neuen Job brauchen. So. Und krass, ich bin gar nicht speziell, sondern ich bin eigentlich uralt und jetzt kapiere ich es zum ersten Mal. So. Ja, und die Kids sind halt noch krasser, als ich damals in dem Alter war und so weiter. So, das fiel schon oft. Ja, Mentoren, dann einfach nochmal der Blick aufgemacht wurde, dass es dann nochmal eine Generation gibt, die einfach ja, noch stärker mit Internet aufgewachsen ist, noch stärker befähigt ist, sich selbst Dinge beizubringen. Und die haben dann trotzdem natürlich als MentorInnen ihren ganz starken Wert, aber der hat sich halt verschoben von dem, was sie dachten, Wissensvermittlung, hin zu dem, was sie dann tatsächlich angeboten haben, nämlich Orientierung, Role Model sein und so weiter. Und damit hat sich natürlich auch bei den MentorInnen ganz viel verändert, weil sie haben sich ja selber nie so gesehen. Also das sind ja selber die Leute, die jahrzehntelang so untergelitten haben, dass ihre Fähigkeiten nicht die sind, die in der Gesellschaft abgefragt werden. Auch das hat sich ja die letzten 10 Jahre massiv, aber auch seit Beginn von Jugendhackt zu heute deutlich verändert. Aber quasi plötzlich selbst Role Model zu sein, hat sich, glaube ich, bei vielen schon viel gemacht, also in einem sehr positiven Sinne, wo auch einfach ja, Hierarchien, die wir eh nicht so stark eingezogen haben, aber die nochmal stärker gefallen sind, hin zu Austausch, wo man sieht, wo heute noch Leute, die damals als Jugendliche bei uns waren und andere, die als Mentoren da waren, ganz, ganz eng verbunden sind und Dinge zusammen machen und so. Also das war, glaube ich, auch schon immer ein wichtiger Punkt, dass diese Hierarchien nie so forciert waren und sich immer stärker aufgelöst haben in einem, wir sind eine Community und machen zusammen tolle Dinge, die oft bei Jugendhackt gestartet sind. So. Natürlich ist das auch eine politische Aussage, nicht auf so ein Senioritätsprinzip zu setzen und zu sagen, wir haben eine ganz, ganz klare Rollenverteilung und wenn ihr dann alt genug seid, lieber Minderjährige, dann, ne, so, sondern die es mich stört einfach massiv, wie wenig Raum Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft einnehmen. So. Und das ist ja auch politisch zu sagen, ja, das ist aber hier übrigens selbstverständlich und übrigens sind die Scheiße gut und wir werden halt alle irgendwann sterben und dann sind die dran und dann sind danach die Nächsten dran und es geht immer nur weiter. So. Wir haben ein Parteiduell gemacht bei meinem ersten Jugendhackt-Event. Das ist so ein Politikspiel, wo man so Thesen zu Fragen zuordnen muss. Was auch immer noch läuft. Und wir haben das mit React geschrieben, also so ein JavaScript-Framework. Und dann haben plötzlich noch so ganz viele andere Leute angefangen, irgendwas in React zu schreiben. Und ich war so die Person, die es so ein bisschen konnte. Also wirklich auch jetzt nicht gut, aber so, ich konnte sowas so zusammenschmeißen und das hat am Ende funktioniert. Mit natürlich auch sehr viel Unterstützung. Aber ich weiß noch, dann waren wir in der Jugendherberge und dann haben wir da so nachts uns so gegenseitig React-Konzepte erklärt. Aber das ist nur noch so eine Erinnerung, so, wo ich mich so total gefreut habe, dass ich auch so die Möglichkeit hatte, so meine Sachen so viel mit einzubringen so, und mein Wissen so auch an andere weiterzugeben. Gerade sowas wie, wir bringen uns Dinge gegenseitig bei, das müssten wir nie mit einplanen. Das war einfach klar, wir müssen nur die Leute aufeinander lassen und dann passiert das so. Das ist genau ureigen, das glaube ich auch. Und das aber und intrinsisch motiviert und so weiter, ist aber auch einfach so tief in der DNA von HackerInnen. Also so da glaube ich, können wir einfach ganz stark uns auch auf diese ganze Kultur verlassen. HackerInnen, Ethik und alles, was da drin steckt, hat schon immer irgendwie bei uns einfach funktioniert. Einfach indem wir die Räume zur Verfügung gestellt haben, die richtigen Leute zusammengebracht haben. Und ich glaube, am fasziniertesten waren die Leute, die neu dazu kamen, die zum ersten Mal bei einem Jugendhackt waren und dann erlebt haben, was passieren kann, also wie kann Bildung aussehen im besten Fall.
So, und das und diese strahlenden Augen waren irgendwie immer das, was am meisten Bock gemacht haben. Weil das waren auch Menschen, die immer wieder kamen. Also so, das war einfach klar, für fast alle funktioniert Jugendhack gut, nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die sagen, es waren das, ich habe da keinen Zugang gefunden, aber das haben wir ganz, ganz selten gehört. Und wir hatten halt von Anfang an so eine Wiederkehrerinnenrate von 70-80%. Also das war einfach von Anfang an total hoch und damit hat sich auch von Anfang an so eine Kultur fortgesetzt so, und hat sich ausgebreitet und dann kam 2015 die Städte-Events dann dazu, in Nord, Süd, Ost, West war damals die Kategorien, die dann beide nicht mehr gereicht haben und dann haben wir es einfach nur nach Städten benannt und so. Und das hat auch da immer von Anfang an funktioniert, weil wir schon die Community hatten, die das weitergetragen hatten. Und Flausch war damals, glaube ich, ein Wort, das viel verwendet wurde. Einfach so eine flauschige Atmosphäre, in der man sich von Anfang an wohlfühlt. Und das, finde ich, gibt es heute auf. Also so, dass sich diese Kultur des Teilens, des Wertschätzens. Genau, und eine Sache auch nochmal mit den Freiräumen. Yannick hat mir erzählt, dass er immer, wenn er so für die Schule lernt, so, oder wenn er programmiert, sitzt er immer vor seinem Laptop oder vor seinem Computer. Wenn er nicht weiter weiß, dann spielt er einfach mal ein bisschen Gitarre. Und dann dachten wir so, ja, kann ja nicht schaden. Und dann sind wir beide mit unserer Gitarre nach Heidelberg gereist. Und dann haben wir einfach, würde ich behaupten, mehr Gitarre gespielt als programmiert. Aber das fand ich so, wir hatten auch ein total cooles Projekt. Wir haben so Parteiprogramme analysiert auf bestimmte Schlagworte und wie sich das über Zeit entwickelt hat. Haben herausgefunden, dass es sich nicht so sehr entwickelt hat. Aber so, das war, von dem Wochenende habe ich so total mitgenommen, so, dass es nicht immer muss alles funktionieren und nicht immer muss jedes Projekt so da sein, sondern dass dieser Freiraum auch einfach so wichtig ist und dass man irgendwie eine gute Balance zwischen Kommunikation und wirklichem Programmieren. Also ich glaube, das funktioniert auch immer. Und dann gab es ja mal mit dem Goethe-Institut so Fahrten in andere Länder oder wo dann ja, glaube ich, auch Leute hergekommen sind. Wie hat das denn angefangen? Also das ist ja schon nochmal so was ganz anderes als so dieser Hackathon hier vor Ort. Ich habe mich auch beworben und dann ist leider Corona passiert und es wurde abgesagt, sonst wäre ich nach Bangkok geflogen, was ich auch sehr schön gefunden. Einerseits natürlich, weil ich auch gerne Bangkok sehen würde, aber auch, weil ich den Aspekt so spannend finde, so mit Leuten aus anderen Ländern irgendwie mich über Technik zu unterhalten und zu sehen, wie die das so sehen und was für eine Rolle das in deren Leben spielt und was für eine Rolle Politik auch in deren Leben spielt und wie die denken, wie man das verknüpfen kann, weil wir in Deutschland haben ja hier wahrscheinlich schon so eine Sichtweise. Und ich hätte das einfach total spannend gefunden, das dann mal so vor Ort mitzuerleben. Also ich würde es dir wünschen, dass du noch so, dass du dazu noch kommst, weil das krass war in Südkorea. So, ja, ganz anderes Aufwachsen, ganz andere Einstellungen zu Politik, ganz andere Einstellungen zu Technologie, ganz andere Einstellungen zu Datenschutz und Privatsphäre, ganz anderer Platz für Kinder und Jugendliche, Schule hat einen ganz anderen Stellenwert. Genau, und jedes Mal eben mit diesem festen Glauben daran, dass wir da natürlich irgendwie Punkte im Leben setzen, die verändern auch, die man so mitnimmt, die einem stärker global denken lässt und vernetzt denken lässt und so weiter, was glaube ich sehr zu unserem Thema gehört und passt so, deswegen war das von uns von Anfang an ein großes Anliegen, dass wir in die Kooperation investieren, dass wir die fortsetzen, dass wir möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit geben und ich meine, muss man auch nicht verschweigen, natürlich ist es für uns selber auch total spannend gewesen, weil wir auch Einblicke bekommen haben, die wir so nicht bekommen hätten und es natürlich auch nochmal für unsere Mentoren ein tolles Benefit waren und wir schon sehr hoffen, dass da einfach nochmal ein globales Netzwerk entsteht an Jugendlichen, das weit über diese einzelnen Momente hinausträgt. Joel, einer unserer Mentoren in der ersten Stunde, der einfach das so super ausgezückt hat, dass er, ich glaube, er sagte, es ist sehr erhebend, dass jetzt HackerInnenkultur Teil von deutscher Kultur ist und damit über das Goethe-Institut transportiert wird. Und das hat, finde ich, ziemlich gut getroffen. Das war schon eine Form von Anerkennung. Also wir waren genau da hauptsächlich im Sprachenbereich unterwegs, aber eben auch in engem Austausch mit dem Kulturbereich. Das Hacken da plötzlich einen Stellenwert hat, den es bis dato so nicht hatte, auch in dieser Kulturlogik so. Und das war irgendwie nochmal ein starker Moment für uns alle, wo wir gemerkt haben, ja krass, also das ist irgendwie
hätten wir nicht gedacht, als wir das gestartet haben, dass wir da irgendwann landen. So. Ja, und ich glaube, was ja besonders bei solchen thematischen Austauschen, nenne ich es immer, so der Vorteil ist, ich habe auch ein paar Austausche gemacht, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, so ich habe gar nichts, worüber ich mit denen reden konnte, weil unsere Lebensrealitäten so weit auseinander lagen. Und ich glaube, dass das bei so einem thematischen Austausch ja total hilfreich ist, weil die Leute, die sich da anmelden, haben ja Interesse an Technik. Und ich glaube, dass das dann total hilft, wenn man so weiß, wir haben alle schon mal so einen gemeinsamen Nenner. Und das ist, glaube ich, viel einfacher, auch irgendwie Freundschaften zu knüpfen und da dann so darauf aufzubauen. So. Aber ihr seid jetzt ja alle dann so ein bisschen noch weitergegangen und eure eigenen Wege gegangen. Und jetzt gibt es ja so eine neue Generation. Läuft Jugendhack noch so, wie ihr das mal so euch vorgestellt habt? Ich habe gedacht, wenn es erfolgreich ist, ist es dann, wenn ich weg bin und es steht immer noch oder wird größer oder anders. Oder es läuft auf jeden Fall irgendwie weiter. So, solange ich dabei bin, kann ich das gar nicht sagen. Und ich freue mich über alles, was ich wahrnehme. Von außen sieht es für mich noch so aus. Also es scheint noch dasselbe Wertekostüm zu sein. Es kommen großartige Leute wie du heraus. Also scheint noch gleich gewesen sind. Ist das auch so dein Eindruck, dass es sich, das ist jetzt ja auch noch nicht so lange so raus, aber dass es noch so die... die Wertevorstellung, die Ideale so von 2012, 2013, oder würdest du sagen, du hast ja noch ein bisschen Pandemie-Jugendhack miterlebt, oder? Ja. Aber würdest du sagen, dass sich so auch durch die Pandemie irgendwie bei Jugendhack so viel verändert hat oder so? Corona, klar, auch spannend für Jugendhack, weil genauso wie viele anderen digitalen Communities, netzpolitischen Communities, hat Corona halt auch Jugendhack digitalisiert. Also am Ende haben wir uns viel mit digital beschäftigt, aber wenig digital getan, so. Das muss man auch zugeben, so, und das hat sich total verändert. Jetzt der Community Talk, den du ja auch mit moderierst, den wir da dann neu erfunden haben. Also neu erfunden, wir haben halt Livestreams gemacht, so. Nicht unsere Erfindung, aber das innerhalb von Jugendhack zu tun und da thematisch irgendwie uns innerhalb der Community weiterzuentwickeln. Dann die stärkere Partizipation, also eben nicht Erwachsene machen für Jugendliche, sondern eben Jugendliche, TeilnehmerInnen selbst sind viel stärker. Da bist du das beste Beispiel dafür, aus einer Teilnehmerinnen-Sicht Dinge mitzugestalten, wie eben den Community Talk und andere Dinge. Das hat sich massiv, also ich glaube, hat sich wirklich, wirklich viel getan. Ja, und dann halt die schiere Größe. Also ja, auch immer die Wahl, entweder zu sagen, okay, wir sind jetzt der Prototyp und haben das in die Welt gesetzt und das ist so und jetzt haben wir es durcherfunden und lassen wir das sein. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die wir natürlich auch diskutiert haben, so, oder halt zu sagen, Jugendhack, der Wert steckt halt darin, dass es tatsächlich bei einzelnen Jugendlichen ankommt und dann müssen wir halt auch dahin, wo die Jugendlichen sind und in die Breite gehen und daraus halt die ganzen Labs und so, das, was daraus entstanden ist und dass es jetzt halt 15 Labs sind in 15 verschiedenen Städten, ist halt total krass so, also und das ist, ja, das kann natürlich noch weitergehen, ist immer auch gefährlich, weil natürlich irgendwie dieses flauschig kleine Community-Ding verliert und vielleicht auch die Menschen der ersten Stunde auch nicht mehr so im Blick hat wie ganz am Anfang. So. Ja, insofern ja, steckt viel, glaube ich, Sinn, was gerade passiert, auch viel Fallstricke, aber bisher hat das Jugendhack immer ganz gut gemeistert, deswegen bin ich da. Du hast ja gerade schon dieses in die Breite gehen angesprochen. Das ist ja schon irgendwie verrückt, dass es sich so entwickelt hat so, und hier jetzt irgendwie angefangen. Ist es ein Treffpunkt, sag ich mal, vor allem für Jugendliche aus ganz Deutschland, die hier zusammenkommen, sich kennenlernen, an Projekten zusammenarbeiten, sich weiterentwickeln. Es macht ziemlich Spaß, auch so mit anderen, weil man sonst irgendwie so allein bei sich in der Kammer sitzt. Und hier bei Jugendhack hast du halt wirklich dieses, dass du mit Leuten zusammen im Team arbeitest, zusammen eine Idee entwickelst, die dann zusammen umsetzt und halt nicht so
wie Unterricht, dir halt was beigebracht wird und vorgegeben wird und erklärt wird nur. Sondern du kannst dich selber ausprobieren. Es gibt halt in Deutschland Jugend musiziert, Jugend forscht. Und Jugendhackt ist eigentlich das, was noch fehlt. Ich habe auch selber das Gefühl, dass in Deutschland viel zu wenig Geld oder viel zu wenig Energie da reingesteckt wird, Kinder an den Computer heranzuführen. Oder zum Beispiel, ich hatte keine Informatik in der Schule und ich glaube, die Schule, auf der ich war, hat immer noch keine Informatik. Und deswegen ist es umso viel wichtiger, die Kreativität und die schon sehr frühen Erfahrungen mit Computer immer noch zu verstärken und den Leuten auch zu zeigen, dass es da noch mehr Erfahrungen gibt, die man erlangen kann, dass es noch mehr Kinder gibt, die genau das Gleiche machen. Und genau das wollen wir hier erreichen. Unsere Gruppe ist halt eigentlich die Idee aufgekommen, Visualisierungen zum Thema Wahlen und Umfragen zu machen. Wir haben ein Spiel programmiert, Bananenpong, und haben dann einen Controller gebaut und ihn an das Spiel angeschlossen. Man muss immer die Maus festhalten, damit Strom durchkommt. Wir benutzen auch Open Data. Wir haben nämlich in unserer Website eine Karte integriert, die auch gleich den kürzesten Weg zur nächsten behindertenfreundlichen Gaststätte anzeigt. Zum Glück haben wir eine Datenbank gefunden, in der schon die Geodaten getrackt waren von den Städten und von vielen Unis auch. Wir brauchen logischerweise Wetterdaten und die sind glücklicherweise auch frei verfügbar, und zwar bei Open Weather Maps. Wir wollen halt zeigen, dass wenn Jugendliche diese Daten in die Hände bekommen, dass sie sehr kreative Sachen damit machen können. Und es natürlich auch Motivation für Politiker sein, noch mehr Daten herauszugeben, damit wir insgesamt unsere Gesellschaft besser machen können. Für mich war da auch viel Neues dabei, wie dieses Auslesen von Datenbanken aus dem Internet. Ich war beispielsweise gestern bei einem sehr interessanten Vortrag über Processing Mapping. Ich habe eine neue Programmiersprache gelernt, JavaScript ein wenig. Zum ersten Mal habe ich mit Python gearbeitet oder Python. Und das war ziemlich anstrengend, aber auch echt cool. Und ja, generell einfach auch mit diesen Maps arbeiten und so, weil ich hatte HTML auch in der Schule, aber nur so Ansätze. Und das ganze Ausarbeiten und so und in der Gruppe an einem Projekt zu arbeiten, das war neu. Wir haben PlayCollect entwickelt, und zwar ist es eine iPhone-App, die Stolpersteine auf einer Karte darstellt. Die Daten liegen als CSV bei Berliner Open Data Portal vor. Und der Gewinner in der Kategorie Best in Show ist PlayCollect! Vielen Dank und kommt gut nach Hause. Und nochmal einen Riesenapplaus.